für den Mann aus Wien, für Jonas Scheiner. Ja, hallo Bayreuth. Hallo, schön, schon wieder hier zu sein. Seid ihr da? Ja, Lust, schön. Ja, voll, ich habe auch Lust. Das ist eine Textpremiere. Ich habe diesen Text quasi extra für euch geschrieben. Ja, das ist true. Ganz true. So true wie der Protagonist hier drin. Es ist eine Rittergeschichte. Worüber müsst ihr selbst rausfinden? Diggi, 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 Diggi. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie nice du bist? Du weißt es nicht? Scheiße, ich dachte, du hast doch sicher schon fürs Geborenwerden mindestens 3 Likes gekriegt. Ich übertreibe nicht. Du bist jemand, von dem man nur in der besten Art und Weise spricht. Ich weiß, ich reime schlicht, aber für dich schreibe ich, wenn es sein muss, ein Gedicht und nenne es, wenn ich nur ein kleines bisschen mehr wie du wäre. Du bist ein Bild von einem, nein, ein Vorbild von einem Bild von einem Mensch. Du hältst Türen den Eingang auf. Mit dir gehen Pferde stehlen. Du bist so clean, weiße Westen tragen Westen mit deinem Namen darauf. Du bist so real, gegen dich ist Biologie bloß eine Verschwörungstheorie. Du bist so selbstlos. Nachdem der Kapitän das Schiff verlassen hat, verlässt das Schiff dich, dann kommt die Sintflut und dann kommst du. Du bist so hilfsbereit. Du bleibst allein zu Hause, damit Kevin in den Urlaub fliegen kann. Du bist so bescheiden. Du Klick, macht der Kassettenrekorder. Manche Dinge werden einfach nicht wahrer, ganz egal, wie oft man sie hört. Zurückspulen, klick. Es ist Sonntag. Das sage ich so, als spielt es eine Rolle. Tut es nicht. Schon lange nicht mehr. Es ist still geworden in wo auch immer Land. Sagenhaftes jibbet nischt mehr wie am Anfang. Die Ritterrüstung steht im Wandschrank. Das Ross hat ganz ungezügelt die Fliege gemacht. Die Fahne auf der Turmspitze flattert nicht mehr. Ja, ja, der Stoff, aus dem die Helden sind, hat Löcher bekommen. Okay, vielleicht sind es auch einfach extrem dicke Spinnenweben, die sich um runde Luftpartien gewoben haben. Wer weiß das schon? Von allen guten Geistern verlassen, wo Trauerweiden hinter Mauern aus Steinen im eigenen Schatten mühsam Trübsal blasen, wo man vor lauter Wald die Welt nicht sieht, da wohnt unser Ritter für Arme, Sir Trostlos. Er steht unentdeckt wie ein Gespensterkind auf einem Foto an seinem Fenstersims, schaut devot hoch und hofft, dass doch noch jemand kommt. Der Kaffee ist mittlerweile wieder lauwarm, die selbstgemachte Bärlauch-Quiche noch unberührt und sein einziger Gast heißt Schmerz. Er sitzt gleich neben ihm und er sitzt tief. Sir Trostlos wischt etwas Staub vom Regal und schaut abermals auf all die zahllosen eingerahmten Erinnerungen. Ich und der Obdachlose vom Busbahnhof. Ich und die Alte vom Biomarkt. Ich und das kleine syrische Mädchen beim Bastelkurs. Ich und der blinde Rollstuhlfahrer am Zebrastreifen. Ich und meine Gebärdensprachelehrerin im Klassenzimmer. Ich und meine Gebärdensprachelehrerin beim... Oh nein, das gehört hier nicht hin. Ich beim Spendenlauf für krebskranke Kinder. Eine heldenhafte Galerie, denkt sich Sir Trostlos. So oft hatte man ihm davon erzählt. Vom Glück. Doch das Glück kam nicht zu Besuch. Damals nicht und heute nicht. Nur warum? Er half, er mühte, er lieh, er schenkte, er gab, er brachte. Alle konnten es sehen und alle mussten es wissen, aber keiner gab einen Fick. Und keiner gönnte ihm Glück, nicht ihm. Gerade als er trostlos die Fensterläden schließen will, da den Tag das letzte Blau verlässt und er damit auch gelaufen ist, schon bedauerlich, wie viel rausgeschmissene Zeit ereilt ihn je. Ein rauschendes, aufbrausendes, in sonore Tiefen tauchendes Grollen und Rollen, das auf seinem Gesicht nicht mehr als kalten Schauer lässt. Da draußen ist etwas. Da draußen bricht etwas. Nicht nur, dass das Blaue gewichen wäre, satte Schwärze erstreckt sich mit einem Mal über Tal und Wälder, Wolken, die so tief stehen, dass Baumkronen darin versinken, Regen, der so hart platzt und prasselt, dass Rinden sich von Stämmen schälen, Blattadern reißen, Blüten bersten, Blitze brechen den Boden. Hey! Hallo! Ist da jemand? Hat da keiner einen Regenschirm für den Wald da? Ein Poncho vielleicht? Hallo?
Niemand da. Nur Sturm und Wald und er. Es wird trostlos, zieht sich das herabgerutschte Herz aus der Hose, zieht den Gürtel etwas enger und wirft dem Wandschrank einen Blick zu. Keine Zeit. Draußen herrscht gerade gut Krawall. Das Wetter hat einen Wood-Anfall. Also Wood-Anfall. Die Wurzeln ballern aus der Erde. Na gut, dann eben er. Gummistiefel, Friesennerz, ein langer Slide über die Fliesen. Er reißt die Tür auf und looked right into Krisenherd. Mit jedem Schritt versinkt er tiefer. Der Boden hat schon lange aufgegeben. Doch sehr trostlos kämpft sich bis in das Herz des Waldes und wettert gegen Wahn und Wucht und Wind, schmeißt sich schützend über Sträucher, rettet Ringelblumenbabys, packt den Baumschwund bei der Wurzel, vollführt einen Faustkampf mit dem Regen. Er hilft, er müht, er leiht, er schenkt, er gibt, er bringt und rettet. Was zu retten ist? Nur keiner? Kann es sehen. Und keiner muss es wissen. Stunden vergehen, eine Ahnung von Licht dringt durch einen Spalier gebrochener Äste. Ein paar letzte Tropfen, vorbei, geschafft. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hallo? Ich hab da gerade ganz allein. Niemand? Fragt Sir trostlos und hilft sich auf die Beine, die Ruhe nach dem Sturm kehrt ein. Und Sir trostlos wieder heim, unbemerkt, und klein. Der Boden gibt seinem Schwermut nach, die Tür fällt mitleidig ins Schloss, er gibt seinen Regenmantel und seinen Stolz am Garderobenständer ab und stapft samt Gummistiefel dahin, wo er hingehört. In die Federn. Gelohnt? Hat sich das nicht. Und glauben wird das keiner. Perlen vor die Säue, brotlose Gunst, verschenktes Toastbrot, denkt Sir trostlos. Er entgleitet dem Tag, seiner Stirn entgleiten die Falten, seinem Atem entgleitet die Schwere. Plötzlich, plopp, plopp, Stiefel fallen auf den Boden, ganz von selbst. Als hätten sich seine Füße spontan entschieden, größer zu werden und sie abzustreifen. Diese Nacht träumt er trostlos einen fremden Traum, der ihm seinem Gesicht danach zu liegen scheint. Eine Geschichte von Zufriedenheit oder so ähnlich. Wer weiß das schon? Heute ist unser Ritter für Arme ein ganzes Stück gewachsen. Und manche, so hörte ich, würden das als Glück betrachten. Vielen Dank.